kleiner Weg zum ersten See. Ein paar Angler sind da schon wieder. Und hier geht's zur Rezeption. Und da hinten werden schon wieder neue Campinghütten gebaut. So, hat es dir gefallen? Hat es. Nur ein bisschen wenig Fisch. Wetter war gut, bis auf den starken Wind. Ansonsten alles prima. Schön. Mir hat es auch gefallen. 3 Tage, wunderbar. Einfach mal 5 Grad sein lassen und die Natur genießen. Und das ist unsere kleine Campinghütte. Fernseher, Wohnzimmer, Sitzecke, alles sehr gemütlich. Da oben ist der Schlafbereich, total schnuckelig. Da geht es zum Bad, auch alles sehr komfortabel. Und die Küche mit Sitzbereich. Und da ist der Kleiderschrank, weil der passt sonst nirgendwo hin. Absolut genial. Sehr schön. Auto darf vor der Tür parken. Und wir haben hier jetzt alles eingepackt. Man sieht nichts mehr. Die Fahrräder sind drin, die Angelsachen sind drin. Unser ganzes Zubehör ist drin. Alles, was wir brauchen. Und so sieht das Ganze aus. Und nun sagen wir Ade Dänemark. Bevor es nun letztendlich nach Hause geht, nach Deutschland zurück, sind wir jetzt in Esbjerg in Dänemark, direkt am Strand. Blick auf den Hafen und Blick auf die weißen Männer. Die gucken wir uns aber gleich noch von der Nähe an. Momentan ist Ebbe, deswegen ist der Wasserstand hier natürlich ganz, 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 ganz niedrig und man kann hier direkt lang gehen. Temperaturen liegen um die 10 Grad, höchstens. Und da sind die weißen Männer, die Männer am Meer.